Hallo und willkommen zu der 30. Folge von Star Wars The Old Republic. Ich wollte es mal kurz halten, weil wir müssen uns kurz halten. Ja, wir müssen uns kurz halten. Dies wird nicht unbedingt eine längere Folge. Wir haben momentan auch gar kein Thema besprochen, sondern gehen gleich weiter. Wenn ihr unten rechts auf die Uhrzeit guckt, also unten rechts seht ihr das ja immer, wie viel Uhr wir haben, könnt ihr das ja ungefähr abschätzen. Genau. Wie lange wir gerade Abstand gehalten haben. Es dürften sich irgendwie um 5 Minuten handeln, wenn überhaupt. Ja, das war kurz Dateien exportieren, abspeichern, umbenennen, damit alles. Gucken, ob alles läuft und genau. Weitermachen. Sehr genau. Das trifft's gut. Ja, in der letzten Folge haben wir ganz viel gequatscht. Genau. Wir haben einen Boss besiegt bei dir. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Sith hieß. Ich weiß auch nicht, aber wir haben ihn zu der hellen Seite bekehrt, auf jeden Fall. Ja, gucken wir mal, wie das läuft. Aber sah nicht schlecht aus. Sah tendenziell gut aus, ne? Ja. Ich muss zurück, das heißt, wir gehen. Wir gehen erstmal zum. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Warte mal. Nee, du überhaupt nicht zurück. Doch, oder? Du musst da zurück zu. Gut, du musst in den Kanal rein. Ist jetzt auch gleich weit. Sag nee, ich mal. Ich überlege. Warte mal. Ist mal taktisch überlegt, ne? Ich muss ja in diese Kuhle da rein. Jo. Warte, ich guck mal eben, ob ich das. Geh durch schon mal weiter. Nee, ich folge dir, weil. Okay. Spielt nicht so eine Rolle. Ja, hast du auch recht. Ja, auch. Wisst ihr, Leute, wir haben nicht viel Zeit. Deswegen gucken wir uns erstmal hier die Gegend an. Genau, definitiv. Und kämpfen auch erstmal mit ein paar Sandleute, ne? Ja, genau. Wir wollen auch noch, dass was passiert in der Folge. Wegen dem kämpfen wir ein bisschen. Eben. Ansonsten wäre die Folge ja sofort zu Ende, das wäre. Genau, ja. So. Hallo, tschüss und das war's. Ja, also ein bisschen Content wollen wir dann doch schon reden. Thema bisschen Content. Spontan ein Thema holen, ne? Ja, das war jetzt der Versuch meiner genialen Überleitung, aber die von letzter Mal hat mich immer noch komplett fertig gemacht. Ja, das war wirklich eine super Überleitung. Ich war selbst erstaunt, ne? Ja, die hat 1A funktioniert, also wirklich bombastisch. War zwar lang, aber war eine Überleitung. Die war wirklich super. Lob, Lob. Ja, danke, ne? So. Erstmal weiterkämpfen. Erstmal weiterkämpfen, das ist bestimmt wieder ein Bonusziel. Zu 99,9%, das werde ich sehen, jawohl. Sogar sagen, das werde ich sehen, wenn ich den ersten kille und in dem Moment habe ich den Todesstoß gesetzt. Ja, über was können wir eigentlich alles sprechen momentan? Ja, wir haben das ziemlich müssen wir jetzt mal live diskutieren jetzt. Wir haben das eigentlich, wir haben schon sehr viel abgehakt, ne? Dragomir hat so eine kleine Liste. Ich nicht. Ja, ich habe so eine kleine Liste, aber die habe ich momentan nicht offen, also die habe ich nicht hier. Ja, perfekt. Das ist Vorbereitung. Passt, ne? So kenne ich unsere Aufnahmen. Ja, und wenn man das so nachdenkt, ich glaube, wir haben schon ziemlich fast alles abgehakt. Ja, das ist echt schlimm, weil wir echt. Wir machen zu viel Content. Wir müssen mal aufhören. Ja gut, und wir kommen halt einfach auch mal zum Punkt. Andere quatschen einfach wirklich stundenlang und kommen dann nicht zu einem Punkt und reden in der nächsten Folge wieder darüber. Ja. Gut, bei uns gab es auch schon, dass wir uns mal wiederholt haben, ne, mit dem Thema. Wir können eigentlich über Star Wars reden. Stimmt, so die alten Filme. Aber ja. Nee, aber ich sag's mal so, es gibt Leute, die machen zum Beispiel so Broadcast, ne, und die reden dann irgendwie so 4 Stunden über was und du hast das Gefühl, ja, super. Nach 10 Minuten ist das Thema schon durch gewesen. Genau, schon durch gewesen und sie fangen wieder von vorne an. Ja. Und dann so, Kollege, das hattet ihr gerade vor 10 Minuten, aber ihr fängt wieder an. Boah, ich hätte sogar ein Thema. Ja, dann hau raus. Ich hätte ein Thema. Aber mir fällt gerade leider keine gute Überleitung dazu ein. Was hältst du denn von Deutsch-YouTube? YouTube Deutschland. Hatten wir das nicht schon mal? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Aber wir doppeln uns doch gerne. Ja, doppelt hält besser, ne? Ja, genau. Gut, ja, dann reden wir doch über YouTube Deutschland. Also ich muss sagen, YouTube Deutschland ist kreativ. Mach das. Ist kreativ. Bis an einen gewissen Punkt. Da wird es einfach nur noch billig und ich reibe mich mit irgendwas ein, ich schneide mit einem 1000-Grad-Messer irgendwas und also ich muss sagen, ich schaue gern deutsche YouTuber, aber nicht sehr viele. Ich habe auch viele englische, die ich schaue, weil ich die ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen kreativer finde. Ja.
Kommst du mal wieder vorbei, ja? Ja, ich hatte gedacht, wir gehen wieder zurück, weil mein Bonus hier erreicht war. Nee, aber okay. Da ist noch ein Boss. So, du wolltest den Boss hart töten. Ja, logisch. Ich muss tatsächlich sagen, ich gucke überhaupt keine deutschen YouTuber. Außer einen. Und das bist du. Oh, das ist schön. Wunderschön. Danke, also da gucke ich ab und zu mal rein. Aber ansonsten tatsächlich 0,0. Gar nichts. Niente. Nee. Ich folge tatsächlich aus... Nee, das stimmt nicht ausschließlich, aber zu 99,9% amerikanischen bzw. englisch sprechenden YouTubern. Einfach, weil ich tatsächlich sagen muss, dass der Content 3 Milliarden Mal besser ist. Ja, ich vermisse halt einfach, ich sag mal, ich habe die neueren, die jetzt neu so raufgekommen sind in die Top 10 der deutschen YouTuber, habe ich zum Beispiel nicht so abonniert, weil ich vermisse halt ein bisschen auch die Helden der alten Zeit, zum Beispiel so Apple War Pictures und so, die einfach ein bisschen Schwachsinn gemacht haben und einfach so, ich sag mal, diese Unterhaltung hat mir früher gefallen, die waren kreativ und hatten so lustige Sachen gemacht. Wir reden später weiter. Genau, deswegen habe ich kurz gewartet. Ruhen, Jedi. Gleich werdet ihr es sehen. Nach wochenlanger Arbeit wird die Dunkelheit endlich ein Ende nehmen. Diese Leute, diese prächtigen, prächtigen Exemplare wurden geprüft, nein, geläutert im Schmelztiegel der Wildheit Tatooines. Sie allein sind die Hoffnung der Galaxis. Ihre Stärke, ihre Gesellschaft ist die Grundlage für unsere Rettung. Das sind Wilde, Meister Aerys. Und sie ermorden unschuldige Menschen. Nein, das sind keine Wilden. Das sind sie keinesfalls. Sie sind einfältig, aber sie werden noch lange nach dem Untergang des Imperiums und der Republik bestehen. Ihre Kultur ist auf Stärke begründet. Die Schwachen werden ausgemerzt, entfernt wie ein gesellschaftliches Krebsgeschwür. Versteht ihr nicht? Das ist der einzige Weg. Lord Vivica hat seine Krallen in euch gebohrt. Wie kann ich es euch nur begreiflich machen? Es sind die ultimativen Krieger. Ihr Leid hat sie geläutert. Wir müssen ihrem Beispiel folgen und alles vernichten, was uns im Angesicht unserer Feinde schwach machen würde. Die Schwachen, die Kranken. Ihr denkt nicht klar. Ich bin krank, Aerys. Wollt ihr mich jetzt auch verstoßen? Mir bleibt keine Wahl. Wir müssen der Republik mit unseren stärksten Kriegern beistehen und die Armee des Lichts gegen die Dunkelheit führen. Ich könnte mich genauso gut mit einem Felsen streiten. Ihr Narren, wenn ihr mich herausfordert, ist das nur ein Zeichen eurer eigenen Schwäche. Ihr werdet verstoßen werden. Also ich glaube, der Einzige, der hier verstoßen wird, ist ja wohl klar. Ja, definitiv. Das bist du. Was? Also du hast einen Sith in den Orden gebracht, das ist ja mal höchster Verrat. Ja, hallo? Aber ich hab's nicht heimlich gemacht. Also, kann ich ja nichts dafür, ne? Ja, du hast es ihm aber angeboten. Ja, aber du möchtest gerne hin, also du möchtest zu den Sith, also hallo? Oder bist du den Sith sehr nahe, also was soll denn das, ne? Ja. Wo ist hier die Liebe? Ich hab halt meine Ansicht. Ach so. Ich teile nicht immer unbedingt alles, sagen wir es mal so. Ja, das trifft's gut. Du teilst nicht immer alles. Also ich teile mein Lichtschwert dann gerne mit anderen, aber ansonsten... So, zurück zum Thema. Nein, wartet, bevor ihr mich tötet, hört mich an! Ich höre laut Vivikas Stimme. Ich habe ihn im Stich gelassen, genau wie ich meinen alten Freund Parkanas im Stich ließ, als er starb. Warum sollte euch Lord Vivica dazu zwingen, an euren alten Freund zu denken? Ich weiß es nicht, aber ich muss immerzu an unseren ersten Auftrag denken. Unseren unglückseligen Auftrag auf Malachor 3. Wir waren alle schwach und wurden von der dunklen Seite eingenommen. Wir haben Dinge getan, die wir bereut haben. Aber Parkanas gab uns Kraft. Als wir fliehen wollten, fiel ich zurück und er kehrte um, um mich zu retten. Doch er geriet in eine Falle und wir mussten ohne ihn weiter.
Es war meine Schwäche, die ihn getötet hat. Pakanas ist jetzt eins mit der Macht. Ja, ich kenne die Lehren, aber dennoch, darum habe ich mich vollständig diesem Projekt verschrieben. Denkt darüber nach. Der Jedi-Orden verschwendet so viel Zeit damit, den Bedürftigen und Kranken zu helfen, anstatt das Imperium zu bekämpfen. Ihr müsst mich töten. Ich war schwach auf Malachor 3 und bin es noch immer. Aber ihr müsst meine Entdeckungen dem Rat zeigen. Versprecht mir das. Ja. Rate mal, welche Option ich jetzt habe. Töten, töten oder leben lassen? Leben, leben oder töten, ja. Ah, leben, leben oder töten, also das heißt, du musst dem Rat berichten. Ich hasse solche Entscheidungen, habe ich das schon mal gesagt? Ja. Also eigentlich würde ich ja meiner Linie treu bleiben, jetzt eine böse Aktion ziehen. Aber irgendwas sagt mir, dass das keine gute Idee ist, deswegen... Mal sehen, wie ihr darüber denkt, wenn euch Lord Vivica nicht länger in seiner Gewalt hat. Alter, es hat 150 Pluspunkte gegeben. Das ist schon ordentlich. What the fuck? Das sind schon ordentlich viele Pluspunkte. Was war das? Ja, er ist weg. Irgendwie habt ihr Lord Vivica vertrieben. Ich höre seine Stimme nicht mehr. Beinahe wünschte ich mir, dass ihr das nicht getan hättet. Eure Undankbarkeit ist nicht zu fassen. Dieser Jedi hat gerade euer Leben gerettet. Lord Vivica hat meinen Verstand verwirrt und ich bin froh, dass ich ihn los bin. Meine Entdeckung bleibt dennoch bestehen. Diese Sandleute haben mir den Schlüssel zum Aufbau einer unaufhaltbaren Armee gezeigt. Etwas in mir will, dass ich diese Entdeckungen der Republik zeige. Doch werde ich das Gefühl nicht los, dass einige Wahrheiten besser im Sand vergraben bleiben sollten. Schnell tötet es, bevor es Eier legt. Ja, das würde ich jetzt ehrlich gesagt ganz gerne. Die Republik braucht jeden Vorteil, um das Imperium zu schlagen. Immerhin wieder ja, 50 Minuspunkte. Habe ich nur 100 plus. Ich werde nach Anchorhead zurückkehren und meinen Bericht anfertigen. Hab Dank, dass ihr mir geholfen und mich aus Vivicas Umklammerung gerettet habt. Ich kann nicht sagen, dass ich das Gleiche getan hätte, Jedi, aber ich bin froh, dass Meister Eris wieder er selbst ist. Am besten kehre ich ebenfalls nach Anchorhead zurück. Die Sandfäule wütet und ehrlich gesagt vermisse ich irgendwie Darth Schwesters Gebrüll. Danke für all die Hilfe. Ich weiß zwar nicht, was ihr noch vorhabt, aber ich wünsche euch viel Glück dabei, Jedi. Und hoffentlich findet ihr diesen Lord Vivica. Benutze das Holoterminal deines Schiffs. Oh, ja, bei mir ist es noch nicht so weit. Boah, ehrlich gesagt, im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich ihn nicht getötet habe. Verständlich. Was ist das für ein Idiot, mal ganz ehrlich. Ich rette ihn das Leben, krieg dafür nur 150 Pluspunkte. 150! Und was ist dann? Ja, danke, aber mit ihm war besser. Mit ihm war besser. Danke für nichts, aber danke. Ja. Super. So, immerhin konnte ich dann nochmal 50 Minuspunkte wieder gut machen, aber. Wie sieht's bei dir zeitlich eigentlich aus? Wir haben noch ein paar Minuten. Gut. Sehr gut. Würde ich sagen, gehen wir noch zu meiner Mission, ne? Können wir da eigentlich? Nein, können wir nicht, schade. Ja eben, wir waren noch bei YouTube Deutschland, ne? Ja, YouTube-Schland, ist kacke. Es geht, nicht alles, man muss einfach nur die Kanäle finden. Ja. Also ich finde jetzt zum Beispiel, eben die Helden, wo früher, sind halt einfach... Ach, fuck. Sind halt so nicht mehr vorhanden. Ja,
Zum Beispiel Apple War gibt es so nicht mehr. Die haben irgendwie erst gerade mal ein Video hochgeladen. Aber das ist natürlich mittlerweile auch eine Zeit lang her, weil da dieses Video auch nicht so up to date ist, ne? Vor vier Monaten oder so. Nee, aber ich sag jetzt mal, es hat sich halt vieles einfach verändert und dann muss man, entweder man sucht es, den guten Content, aber es gibt schon richtig viel Müll. Zum Beispiel so mit Leon Marche und ApoRed und weiß nicht welche anderen, alle anderen Assi-YouTuber, wo ich sagen muss, nee, wenn ich Assi sehen will, schaue ich RTL 2 und auch dort schaue ich mir das den Bullshit nicht an, ne? Ja. Warum greife ich jetzt übrigens RTL 2 an? Ich nehme das euch von der Gamescom immer noch übel. Schreibt mal in die Kommentare, wer kennt das eigentlich noch? Gamescom und RTL 2. Würde mich jetzt mal so einfach interessieren. Wem sagt das noch was? Ja, schreibt es in die Kommentare. Nein, schreibt es in die Videobewertung. In die Videobewertung, genau. Because. No, God! Du bist zu weit. Jetzt habe ich auch gerade. Ich bin hier oben. Scheiße. Links. 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 Das andere links. Wo? Welches links? Ich sehe dich nicht. No, God, please, no! No! Geradeaus. Siehst du hier? Ich springe. Achso, das links geradeaus. Okay. Ich dachte links, weil du gehst voll in die falsche Richtung. Okay, das geradeaus links. Okay. Soll ich kommen? Ich muss kurz kämpfen. Naja, alles gut. Ich habe ja meinen Heiler dabei. Gut. Dauert dann vielleicht eine Minute länger, aber wir haben eh nicht so viel Zeit, deswegen ist das ja vollkommen in Ordnung. Genau, ist ja nicht so schlimm. Ich komme eben kurz trotzdem noch. Ja, dann sehe ich dich vielleicht. Ach, da! Da bin ich ja perfekt runtergesprungen. Ja, ich war dort oben. Ja, habe ich gemerkt. Okay. Nein, bitte nicht. Jetzt muss ich diese andere Gegner auch noch... Ja, super. Ja, warum kommst du denn noch her? Hab ich doch gesagt, das ist eine scheiß Idee. Nee, hat gepasst. Oh, doch nicht. Jetzt habe ich irgendwas weggepackt. Wir können sowieso noch kämpfen. Weil wir keine Zeit haben, kämpfen wir eben noch kurz. Okay, finde ich gut. Denk mal nicht nach. Wo bist du mit... Warum heilt der mich nicht? Kannst du mich kurz wiederbeleben? Danke. Ja, kann ich sofort, nachdem ich nicht mehr kämpfe, ja. Das ist ja voll gemein. Im Kampf kann ich nicht wiederbeleben. What? Taran hat einfach so mich irgendwie nicht so gerne. Natürlich nicht. Ich hab die auch nicht so gerne. So. Danke. Aber immerhin greifen die uns nicht mehr an. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ja, immerhin etwas. Au, au, au. Karte, Karte. Boah, nee. Komm hier im Ernst, ich auch. Bergphysik, Bergphysik. Okay, wir müssen andersrum. Was für ein Scheißding. Das ist halt die SV-Physik. Hilfst du wetten, hier kommen wir hoch? Ne, das ist steiler. Hier gehe ich fast senkrecht hoch, ne? Hier. Ja. Aber der andere war trotzdem steiler. Nee. Das ist halt SV-Tor. Ist halt genauso ein ungeschriebenes Gesetz wie die Karte. Definitiv. Die Karte darf nicht aussagefähig sein. So. Ah ja, hier bin ich runtergesprungen. Oh, haha. Nein! Bist du runtergefallen? Nein, feststecken. Okay, ich bin vor der Tür. Ach so, wo bist du? Vor der Tür vor allem. Gut, dann rein, durch die Tür. Tür. So, schau, die leben ja noch. Ist ja alles gut, dann können wir wieder gehen. Gut, und tschüss. Ja, dann. Ich kann Meisterin Kiwix überhaupt nicht mehr spüren. Ich kümmere mich um die Bestie, mein Freund. Versuch du, deine Familie zu schützen. Ja, wir Kappa tempen. Ja. Okay, das ist ein Sand. Ne, Brut nur, ne, Brut. Das ist die Brut. Ach so, ich dachte schon, das wäre alles. Nein, das ist nicht alles. Weil, Wäre es ein bisschen sehr enttäuschend.
Ja, der ist sehr enttäuscht. Aber ist ja nur die Brut, ne? Ist nur die Brut, alles klar. So, ich sprinte einfach mal voraus, ne? Ja. Because Zeit. Zeit ist Geld und Geld bekommen wir nicht. Also haben wir keine Zeit. Oder bekommen wir nicht, besser gesagt. Ja. Oh, oh, ich erinnere mich da was. Ganz dunkel. Warum ganz dunkel? Was ist so dunkel hier? So, ich heb den mal eben, ne? Ja, bitte. Der Unterbodenservice ist wieder hier, ne? Wenn wir wieder auf dem Schiff sind, rennt nicht gleich weg zum Lichtschwert. Ja, ist okay. Sie quatscht mich wieder mal voll, dass sie mit mir reden will. Was? Ich bin über dir im Level? Kann nicht sein. Was ist jetzt schon wieder bald? Also, hallo? Irgendwie ist das gar nicht okay. Also auf den Sanddämon, ne? Ja. Auf geht's. Auf geht's. Let's kill Sanddämon. Das ist aber jetzt nicht deren Ernst. Er fällt gleich tot um. Ja. Und nicht, dass er noch tot aufsteht. Das wäre es ja noch, ne? Ich weiß gar nicht mehr, welcher Promi das gesagt hat. Dass er Angst hat, dass er am nächsten Tag tot aufwacht. Oh ja, das wäre ganz blöd. Das sind der Daniela Katzenberger, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ja. Ja. Und jetzt? Und jetzt wieder zurück anscheinend. Oder hier durch? Ja, ja, hoch irgendwie. Ja, wieder zurück. Hey, Daniela Katzenberger hat ja mal so ein... Wo gehst du durch? Ich folge dir. Ja, ich seh's. Hat ja mal so einen Genialen gebracht mit dem Prinzip, ja, dieses Jahr ist Weihnachten ja an einem Freitag, aber ich hoffe nicht an einem 13. Das wäre blöd. Dann musst du sagen, so... Nee, du bist blöd. Ja, 13. Weihnachten ist halt schon öfter mal an so einem 13. Ja, definitiv. Ist halt wie Ostern, das wechselt halt auch immer an den Tagen, ne? Definitiv, ja. Hatte ich ja auch keinen festen Geburtstag. Ich dachte nur so, nee, nicht deren Ernst, ne? Ich finde das ja, ist mal so wieder um ein bisschen christliches Rambling zu machen, ne? Ja. Das ist auch wieder so richtig logisch. Warum variiert der Todestag von jemandem? Bei Ostern wird ja der Tod und die Auferstehung von Jesus gefeiert. Genau. Aber warum ist der nie am gleichen Tag? Weil Baum. Okay. Nee, das ist wirklich ein bisschen so, ja. Das ist vollkommen strange, aber ist so. Ich denke, das ist bei der Vereinheitlichung der Bibel, weil es gab ja mal so ein Konzil, wo beschlossen hat, was alles stimmt und was nicht. Ja. Ich denke, das wurde dort auch irgendwie beschlossen, so. Es wird wahrscheinlich irgendwie kein genaues Datum überliefert, das ist wahrscheinlich das Problem. Ja. Oh Gott! Oh Mann! Zeit! Muss das sein, ne? Ja. Wir haben nicht so viel Zeit, komm, fall mal tot um da hier. Aber was, wenn jetzt eigentlich der Papst dein Video sieht? Ne? Ja, dann ist das halt so. Dann kannst du ihn sonst mal grüßen, ne? ja, mach ich. Liebe Grüße. Nee, auf jeden Fall. Ja, ist schwierig zu sagen. Ich bin versteinert. Ich merk schon. Enttäuschend. Täuschende Leistung. So eine Sandbrut kann mich versteinern, aber der Sanddämon, ne? Der fällt einfach tot um. Ja. Der ist auch viel stärker. Ja, definitiv. Ah, das scheint diese magische Bombe zu sein. Ach schau, das kennen wir ja auch noch. Kennen wir, ja. Was muss ich tun? Wahrscheinlich sie anklicken. Ich habe aber nicht zum Abklicken. Ah nee, ich kann da Abschnittscode übermitteln. Stille. Endlich. Ich kann wieder atmen. Ich bin schon so lange hier unten. Ruhig, Meisterin. Lasst uns euch helfen. Kira. Und der Padawan von Orges. Ihr seid beide anders. Was ist passiert?
Im Moment zählt nur, dass ihr in Sicherheit seid. Ich konnte diese Waffe nur überleben, indem ich mich in eine tiefe Trance versetzt habe. Die Macht selbst ist zu meiner Rüstung geworden. Das Halten der Trance hat mich erschöpft. Meine Kraft ist so gut wie erloschen. Ihr habt ein wahres Wunder vollbracht. Wir übernehmen ab hier. Ihr wart schrecklichen Gefahren ausgesetzt. Das vergesse ich nicht. Hier seid ihr. Ich wollte gerade zur Hilfe kommen, als die Sensoren angezeigt haben, dass die Schocktrommel deaktiviert wurde. Ihr habt es geschafft. Brick hat nicht übertrieben mit dem Sanddämon. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. So schnell, wie der umgefallen ist. So einen Lappen habe ich auch noch nie gesehen. Ja, stimmt. Gibt es da eine Auswahl? Nee, ich bin gerade am Schauen, was ich da so machen kann. Das wäre lustig. Ja. Brick war schon fast die nächste Mahlzeit. Zum Glück war ich rechtzeitig da. Das ist schon das zweite Mal, dass ihr unsere kleine Familie gerettet habt. Danke. Und lass dir das eine Lektion sein, Brick. Das war das letzte Mal, dass du wegrennst und den Helden spielst. Meine Freunde, die Gefahr ist noch nicht vorüber. Selbst jetzt, wo sie abgeschaltet ist, bleibt die Waffe eine Bedrohung. Ihr kennt die Situation am besten. Was sollen wir tun? Diese Technologie darf nie wieder in die falschen Hände geraten. Wir sollten die Höhlen mit Sprengladungen zum Einsturz bringen. Was? Die ganze Arbeit? Die Leute, die für den Schutz der Waffe gestorben sind? Denkt daran, wie viele sonst gestorben wären. Die Galaxis ist besser dran ohne solche Waffen. Ich kümmere mich um die Schocktrommel. Ihr solltet zu eurem Schiff zurückkehren und General Vassatra darüber informieren, was passiert ist. Jetzt, wo der Sanddämon tot ist und die Imperialen fort sind, solltet ihr in Sicherheit sein. Bevor wir gehen, ihr müsst etwas wissen. Und ich will, dass ihr es von mir erfahrt. Ich habe nie von meiner Kindheit erzählt. Ich bin nicht, wer ihr glaubt. So viel von dir ist nun klar für mich, Kira. Doch in einem Punkt irrst du dich. Du bist genau diejenige, für die ich dich halte. Eine starke, fähige junge Frau. Eines Tages wirst du ein großer Jedi sein. Wenn ihr sehen könntet, was sie alles erreicht hat, wärt ihr stolz. Wir treffen uns auf Tython wieder. Möge die Macht mit euch sein. Ja gut. Ja, Holoterminal? Holoterminal. Gut, dann halten wir uns jetzt bitte kurz, because Zeit. Gut, okay, das war's von dieser Folge. Danke fürs Einschalten. Wir sehen Hashtag uns. Der Woche ist Hashtag SVTOR. Ich bin richtig kreativ. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke vielmal nochmal fürs Einschalten. Lasst einen Kommentar da, bereitet das Video. Genau. Bla 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 bla. Wie immer. Bis dann. Ciao.